Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem relativ großen DM-Haul, also vor allen Dingen im Vergleich zu den sonstigen DM-Einkäufen, die ich tätige. Ich habe diesmal so viel mitgenommen, weil einiges reduziert war und ich noch einen 10% Rabattgutschein auf den gesamten Einkauf hatte. Zum Anfang habe ich mir 140 Wattepads von Ebelin mitgenommen. Eine von diesen wunderschönen schwarz designten Packungen hat 85 Cent gekostet, deswegen habe ich auch gleich zwei Stück davon mitgenommen. Unbedingt ausprobieren wollte ich das Myzellenreinigungswasser von Balea. Hier konnte ich mich zwischen den zwei Sorten, die es gibt, gar nicht entscheiden. Eigentlich würde ja das rechte Produkt, was für Mischhaut ist, besser zu meinem Hauttyp passen. Das linke Produkt für trockene und sensible Haut ist aber außerdem noch ohne Alkohol, deswegen sind gleich beide Fläschchen in mein Körbchen geflogen. Sie sind auch beide ohne Parfüm hergestellt und für die wirksame Reinigung von Gesicht, Augen und Lippen geeignet. Bei dem linken Produkt haben wir da noch Orangenblütenwasser drin. Und bei dem Myzellenreinigungswasser für Mischhaut haben wir Meliswasser. In beiden Fläschchen sind dann auch 400 Milliliter drin, die 2,95 Euro gekostet haben. Das letzte Produkt, was ich von Balea mitgenommen habe, ist sehr gehypt und zwar das Reinigungsöl mit Arganöl für trockene Haut für eine schnelle Reinigung auch bei wasserfestem Make-up. Es ist sowohl für die Reinigung von Gesicht, Augen als auch Lippen geeignet, indem man einfach 2 bis 3 Pumpstöße auf die Fingerspitzen gibt und dann sanft in die trockene Gesichtshaut einmassiert und anschließend gründlich abspült. Die enthaltenen 100 Milliliter haben 2,45 Euro gekostet. Dann habe ich mir einen kleinen Vorrat an Mundspülungen zugelegt und zwar von der DM-Eigenmarke Dontodent. Hier die Fresh Zahnfleisch-Intensivpflege in so einem schönen hellblau eingefärbt. 500 Milliliter davon haben 95 Cent gekostet. Zum selben Preis gab es dann auch noch die grüne Variante. Das ist die antibakterielle Mundhygiene mit Minzaroma. Und das letzte Produkt in dieser Reihe kommt in einem wunderschönen Lila und zwar ist das der Total Power Rundumschutz. Diese Variante hat mich jetzt von den 3 Sorten am meisten interessiert. Es hat ebenfalls einen extra frischen Minzgeschmack und alle 3 Produkte sind so anzuwenden, dass man nach jedem Zähneputz mit ca. einer halben Verschlusskappe unverdünnter Mundspülung ca. 30 Minuten lang spült. Von der Marke Neutrogena habe ich mir die Fußcreme mit Nordic Berry mitgenommen. Und zwar ist das eine aufbauende Pflege, speziell für trockene Füße, die es gerade zum reduzierten Preis von 2,45 für 100 Milliliter gab. Deswegen habe ich mir die Fußcreme auch gleich doppelt eingepackt. Zum Schluss habe ich mir noch von L'Oréal Paris aus der Eau Richesse Serie eine Verwöhnbox mitgenommen, in der diese beiden Produkte drin waren, zum Schnäppchenpreis von 12,95 statt 19,99. Jetzt kann ich auch endlich das sanfte Reinigungsöl ausprobieren. Es entfernt sofort sogar wasserfestes Make-up, sorgt für eine gepflegte und strahlende Haut, ist nicht fettend und für alle Hauttypen geeignet und man kann es sowohl für das Gesicht als auch auf den Augen und den Lippen anwenden. Es kommt in so einem praktischen Pumpspender, in dem 150 Milliliter drin sind. Dazu gab es dann auch noch das Gesichtsöl für normale Haut aus der Serie. Ich finde es sehr schön, dass es in so einem Glasflakon mit Pipette kommt und man kann es sowohl morgens als auch abends anwenden, indem man 3 Tropfen auf das Gesicht gibt und die ätherischen Öle darin pflegen die Haut nochmal besonders. Damit habe ich euch schon alle meine Produkte aus meinem kleinen DM-Einkauf gezeigt. Mich würde jetzt interessieren, ob ihr dieses Balea Myzellenreinigungswasser schon mal ausprobiert habt, welche Sorte ihr für gut befindet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und damit bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Tschüss!